Dann machst du das tiptop. Super, perfekt. Wunderbar. Gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Das gemütliche Zusammensein beim Schichtanfang täuscht. Jederzeit könnte für die Crew der Rega 16 Einsatz bevorstehen. Eigentlich habe ich schon lieber die Tage, wo etwas läuft. Optimal für mich persönlich sind die Tage, wo man zwischendurch einen Einsatz hat, aber nebendran immer noch Zeit hat, um alle Nebenarbeiten, die man hat, auf der Basis zu erledigen. Der Einsatz kommt tatsächlich. Eine Notfallmeldung. Wir sehen hier, dass es ein Sportunfall ist. Wir haben auf der Karte blendet uns schon der Einsatzort ein. Also es geht Richtung Davos ins Skigebiet. Es ist eine weibliche Person mit Becken- und Lendenwirbelsäulenverletzung. Minuten später sitzen der Pilot Till Lindner, der Rettungssanitäter Roman Felix und der Notarzt Fabian Brunner im Rega-Heli. Rega 16 startet Basis Richtung Jakobshorn. 10 Minuten. Schon wird eruiert, welches Spital für die Verunfallte in Frage kommt. Fabian? Ja? Becken wäre wahrscheinlich eher Chur. Becken geht wahrscheinlich da raus, aber wenn sie aber schon dabei ist, ja, komm. Okay. Dass wir mit drei verschiedenen Berufsgattungen eigentlich ein Team bilden. Ich glaube, das ist bei uns etwas Spezielles. Und dort ist sicher immer eine Herausforderung, dass wir gut zusammenspielen. Meistens, wenn man mit dem Helikopter kommt, gibt es noch mehr Stress, da ist noch mehr Aufregung für alle Beteiligten. Und dann ist einfach wichtig, dass die Crew eine gewisse Ruhe ausstrahlt und die Ruhe total auf den Patienten, Patientin und natürlich auf die Angehörigen ausstrahlen. Ich muss mal schauen. Tut das weh? Das ist genau. Ja, ich muss leider ein bisschen. Es tut mir leid. Beinbewegung ist gegangen. Geht nicht. Eins, zwei, drei. Sehr gut, machst du das tiptop. Super, perfekt. Wunderbar. Gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Was soll ich machen? Bein ein bisschen strecken probieren. Genau, ja, sehr gut, machst du das richtig gut. Du musst noch einmal auf die Zähne beißen, dann sind wir noch auf den Trag. Und dann musst du aber gar nichts mehr machen, den Rest machen wir noch mir. Okay. Schau mal. Jetzt haben wir noch was von den guten Sachen hier. Alles gut, danke für die Hilfe. Sie ist zu Sturz gekommen, sie hat die Kontrolle über die Ski verloren und ist rücklings gegen einen Schneewall, wo die Pistenbegrenzung war, ist halt dagegen geknallt. Und so ist das entstanden. Auf dem Bauch an der Wirbelsäule glaube ich momentan auch nicht, aber das ist, wie gesagt, das ist auf der Piste schwierig und in Diagnostik, da braucht es jetzt eine Bildgebung. Wir glauben jetzt sehr, dass es ein Becken etwas, vielleicht eine Verletzung da ist. Idealerweise ist es nur eine Prellung. Im schlimmsten Fall ist etwas gebrochen, wo man muss operieren muss. Nächster Einsatzort, Spital Schkuhl. Bei einem Patienten härtet sich der Verdacht auf eine Hirnblutung. Darum wird er ins Unispital Zürich verlegt. Auch er hat einen Skiunfall gehabt. Von seiner Freundin bekommt er noch einen Kuss. Ja. Über den Notfall. Über den Notfall. Also wenn er stabil ist nach wie vor. Du hast gesagt, ich habe keine anderen Angaben. Es ist unverändert. Okay. Genau. Notfall. Okay, merci. Ciao. Eine positive Meldung für den jungen Patienten. Wäre auch in einem lebensbedrohlichen Zustand, hätte man sich für eine Spitalübergabe im Schockraum entschieden. Wir wissen noch, wo wir sind. Jetzt gerade aktuell. Wo sind wir? Was passiert ist, wissen wir auch noch. Ja. Willst du das wissen, wie es ihm geht, oder lieber nicht? Nein, es ist immer schön, wenn man das Feedback bekommt oder weiss, dass der Patient noch gegangen ist. Ich meine, sicherlich die eindrücklichsten Sachen sind, ja, wenn man Patienten im Prinzip in der letzten Lebensphase betreut hat oder wo man Wiederbelebungsmaßnahmen hat müssen durchführen und die dann wirklich eine Woche, 10 Tage später wieder so, wie wir es vorher gelebt haben können, auf die Basis kommen, sich bedanken. Nach über 9 Stunden und 3 Einsätzen stürmt man am Feierabend entgegen. Ich habe einen angenehmen Dienst gehabt, weil man Tagdienst hatte. Wenn ja oft auch längere Dienste bis 48 Stunden. Aber ich denke, eine gewisse Gewöhnung bleibt in der Zeit dann auch ein. Jetzt Tag vorbei, ist man da geschlucht? Das geht. Ich habe den Tag genossen. Also, wie gesagt, für mich ist es im Vergleich zum Spital ist es ein schöner Ausgleich und mir gibt es mehr Energie, als dass es mir Energie raubt, muss ich jetzt sagen, für mich persönlich. Es ist ein guter Tag gefunden, mir hat es gefallen und ich freue mich schon wieder auf morgen.